Gestern war es soweit, die Stunde der Wahrheit. Wenn der EVL dieses Spiel gewinnt, ist er bereits in die zweite Liga aufgestiegen. Die Dresdner Eislöwen mussten hingegen alles auf eine Karte setzen, um dieses Spiel zu gewinnen. Denn sonst sind sie raus aus der Playoff-Runde. Beide Mannschaften starteten voller Ehrgeiz in das Spiel. Die Cannibals gingen sofort in den Angriff über, drückten die Eislöwen in ihr Drittel und starteten das Powerplay. Doch auch die Eislöwen blieben nicht untätig. Hier ein Schlagschuss von der blauen Linie. Der hätte Marc Petke gefährlich werden können, hätte er nicht aufgepasst. Gegenschlag der Kannibalen. Wieder ging's ins Powerplay. Doch noch scheiterten sie am Dresdner Torwart Robert Slavik. Der wurde mit der Zeit von den Landshutern eingeschossen und fing alles ab, was in seine Nähe kam. In der siebten Spielminute haut Andreas Geipel den Puck in Richtung Tor. Dusan Halun fängt ihn ab und lupft ihn mit der Rückhand in das Tor. Damit lag der EVL mit 1:0 in Führung. Doch die sollte nicht lange halten. Bereits in der neunten Spielminute passt Frank Krause zu Martin Sveda. Der hat blauen Linie schon auf den Puck gewartet. Er lässt die Landshuter abwärts stehen und auch Marc Petke kann ihn nicht aufhalten. Das war der Ausgleich und die Eislöwen waren wieder im Rennen. Nicht nur Powerplay, sondern auch Angriffe einzelner Spieler sahen die Zuschauer beim EVL. Immer wieder schnappten sich die Kannibalen die Hartgummischeibe und rasten auf das Tor der Eislöwen zu. Doch jedes Mal stand Robert Slavik und sein Team zwischen dem Unentschieden und einer erneuten Landshuter Führung. Der EVL ließ nichts unversucht, den Puck am Dresdner Torhüter vorbeizuschmuggeln. Doch es wollte nicht klappen. So ging es mit 1:1 in die Drittelpause. Zu Beginn des zweiten Drittels rutschte den Landshuter Fans das Herz in die Hose. Marc Petke stürzte sich auf den Puck, bekommt ihn nicht weg, doch Brandon Carper mit dem Befreiungsschuss. Wieder Dresden im Angriff. Zizlav Zareva setzt sich auf den Puck und denkt sich, was ich hab, das hab ich, und bleibt sitzen. Hier bekommt Dusan Halun den Puck, kann ihn nicht richtig mitnehmen, aber das macht nichts. Er tunnelt den Dresdner Verteidiger einfach und schlänzt wieder den Puck mit der Rückhand ins Tor und bringt den EVL mit 2:1 in Führung. Weil so schön war, gleich nochmal. Kurz vor Ende des zweiten Drittels die Eislöwen weiterhin in Bedrängnis. Doch auch hier kein Tor. Und so ging es mit einer wackeligen 2:1 Führung ins letzte Drittel. Die Zuschauer zitterten mit ihrer Mannschaft. Aber auch im dritten Drittel ging es weiter wie bisher. Der EVL meist im Angriff, die Eislöwen in der Verteidigung auf schnellen Konter warten. Robert Slavik konnte ein weiteres Tor der Landshuter nicht verhindern. Seine Kollegen mussten ihm aushelfen. Hin und wieder wagten sich die Löwen aus ihrer Höhle. Aber dann sehr schnell und torgefährlich. So wie hier ein Distanzschuss. Doch Petke fängt die Scheibe ab, doch dann fällt sie ihm wieder aus der Fanghand und schon ist ein Löwe zur Stelle und er muss sich auf die Scheibe hechten, um das Tor zu verhindern. Der gefährlichste Mann war in diesem Spiel Dusan Halun. Wieder schnappt er sich die Scheibe vom Verteidiger und schießt Nachschuss, doch es war kein Vorbeikommen an Robert Slavik. Der EVL in der 50. Spielminute, wieder im Powerplay. Rund 2400 Zuschauer fieberten mit ihm. Hier passt Jason Clark zu Christian Brittig. Der hält drauf. Und drin ist das Ding. 3:1, das könnte die Entscheidung sein. Der Jubel war dementsprechend groß. Jetzt hatten die Schützlinge von Bernie Engelbrecht Luft. Die Dresdner Eislöwen wollten ihre bevorstehende Niederlage nicht wahrhaben. Mit letzter Kraft versuchten sie das Spiel noch umzudrehen. Doch die Zeit lief für die Cannibals.
Das Spiel ist zu Ende und der EVL gewinnt mit 3:1. So ist er von spielerischer Seite in der zweiten Bundesliga. Wie es finanziell aussieht, kann auch niemand sagen. Doch die Vorstandschaft des EVL hat ein gutes Gefühl.